Aber es geht mir um die Variation, also dass man aber was Neues präsentiert. Dass man nicht sagt, man hat jetzt, ich weiß nicht, ein Jahr lang immer die gleichen Geschichten, immer die gleiche Story. Das ist so ein bisschen, das ist mir zu eingefahren, da fehlt mir die Flexibilität. Nochmal eine kleine Geschichte zum Chauffeurservice. Ich habe natürlich jetzt in der Schweiz, also in Zürich, habe ich einen Chauffeurservice bestellt. Und zwar, letztens hat mir einer geschrieben, dass ich mit Blackline, dass es dort die Problematik gibt, dass man nur eine Stunde vorher bestellen kann und dann wird es schon schwierig, den Chauffeurservice zu bestellen. Also habe ich jetzt in der Schweiz einen bestellt, ungefähr, ja, ich würde mal sagen, wirklich knapp 60 Minuten vorher. Das hat gut geklappt. Jetzt geht's mit dem Service los. Sehr nett, vielen Dank. Ja, wirklich. So, der Horn hat bestellt und es gibt eine Überraschung. Ja. Sollte man immer mitnehmen, sehr gut. Gibt es ja bei Lufthansa aber auch schon überall. Ich habe jetzt erstmal ein Sprudelwasser bestellt und der Champagner, so ein schöner, frischer, echter Champagner, wird gerade entkorkt und mir dann schön serviert. Wundervoll. Aber. Super, vielen herzlichen Dank. Glas Champagner. Danke sehr. So, dann sage ich zum Wohle. Schönes Gläschen Champagner. Ich meine, das darf jetzt ruhig schon sein. Was können wir zu der Swiss sagen? Ich zeige euch jetzt erstmal, was es gibt. Das hier ist so ein kleiner Salat mit so einem Lachs-Tartar angemacht und darunter so ein Krautsalat. Das ist der süße Bereich. Da ist so eine Art Apfelmus drunter mit so kleinen Kuchenstückchen und Sahne. Was immer gut duftet, das ist dufttechnisch immer toll, ist der Quiche, eine Spinatquiche, die natürlich recht schön ist und angenehm ist. Aber was fällt mir jetzt auf? Was fällt euch auf? Das original gleiche Essen hatte ich bei meinem letzten Flug mit Swiss in der Business Class. Ich finde das. Also ich finde, der Service ist nicht der Catering-Service, nicht der Service an Bord. Ich muss sagen, diese Mitarbeiter, echt, die kriegen jetzt erstmal von mir einen Bonus, weil erstens wurde ich persönlich begrüßt, als von Zörtelmann, da mag man das ja ganz gerne. Dann wurde ich gefragt, ob ich noch irgendetwas brauche, ob ich was benötige und ich soll immer Bescheid sagen, wenn ich einen Wunsch hätte. Gibt nochmal ein Däumchen. Dann eine fantastische, sehr natürliche Freundlichkeit und das würde ich sagen, hier vom reinen Swiss-Personal ist dieser Flug schon ein 1-2 Däumchen wert. Das Catering, also das finde ich jetzt ein bisschen schwach. Ich erwarte eigentlich auch von Swiss, dass das Minimum gehalten wird und dass man auch mal anfängt, ein bisschen sich zu verändern bei Swiss. Und das, hoffe ich, wird sich verändern in der Zukunft. Ich finde, dass das zu oft dasselbe ist. Also, dass die einfach das Gleiche, dass sie einfach zu wenig flexibel sind, in ihrer Häufigkeit die Menüs zu wechseln, das zu verändern, das zu anders zu präsentieren. Denn ich meine, das ist nett, aber für einen Business-Class-Flug, der ja auch dementsprechend kostet, ist das für ein Mittagessen recht dürftig. Und das ist jetzt schon Mittagsessenszeit. Diese Quiche finde ich ganz nett, weil das natürlich sehr lecker ist. Ist vegetarisch, also von der Seite großartig. Aber
Ich würde mal sagen, vom reinen Catering her und von der Ideenreichtum, also von der Möglichkeit her, mal etwas Neues zu bringen, mal was anderes zu bringen, Abwechslung zu bringen, mir als Flieger gegenüber, würde ich also das Däumchen so halb setzen, weil ich finde, da muss mehr passieren. Bei Swiss muss mehr im Bereich Catering passieren, und zwar Catering on Board. Wie habt ihr die Erfahrungen? Lasst mich doch mal wissen, wie eure Erfahrungen sind, ob es sozusagen also auch das euer Empfinden ist, dass ihr sagt, also im Business könnte das ein bisschen besser sein. Also für mich, wie gesagt, da fehlt ein bisschen der Wind nach oben. Das werde ich natürlich bemerken. Ist ja ganz klar. Also es bleibt dabei, die geschmackliche Qualität war, finde ich, also schon gut. Das war schon lecker. Aber es geht mir um die Variation, also dass man aber was Neues präsentiert. Dass man nicht sagt, man hat jetzt, ich weiß nicht, ein Jahr lang immer die gleichen Geschichten, immer die gleiche Story. Das ist so ein bisschen, das ist mir zu eingefahren, da fehlt mir die Flexibilität. Die Qualität und den Standard, das müssen die natürlich halten, aber ich finde, es muss einfach auch eine schöne Variation dazu kommen. Dann erst macht es das extrem wertvoll. Vielleicht noch was zum Geschmack. Also der Lachs mit dem Salat, das war natürlich eine schöne Komponente, ein bisschen was Saures, ein bisschen was nett angemachtes. Die Quiche, klassisch schweizerisch, ja, also fantastisch. Die Süßspeise war natürlich sehr lecker. Die hatte eine feine Süße und dieser frische kleine Kuchensnack, der da drin ist, das ist schon sehr fein. Also wenn man jetzt das ab und zu mal ein bisschen mixt und ab und zu ein bisschen verändert und dann immer mal zwischendurch sowas wieder macht, denn wir hatten ja schon, wir hatten Variationen, es gab schon ganz außergewöhnlich tolle Sachen, dann ist das weiterhin ein High-Price-Produkt, wo ich sage, für den Horn, das ist ein Wochen. Und der Champagner an Bord macht weiterhin Freude. Zeit mal wieder Airport Zürich und ein Swiss-Flug, der angenehm war, wenig Turbulenzen, schön, fein und von einer sehr freundlichen, netten Crew begleitet, die das Wort Service auf jeden Fall noch versteht. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt schauen wir mal gucken, in welche Richtung müssen wir gehen. Internet links. Da geht's hin. Oh Gott, ich erinnere mich, wie ich das letzte Mal hier war. Bin ich ja auch diesen Weg gelaufen. Da ging es zur Eröffnung
der neuen Swiss First Class Lounge, also unserer Hornbase. Da kam ich aus Berlin. Jetzt komme ich aus Hamburg und gehe also auch wieder hier im B-Bereich durch. Und bin natürlich sehr gespannt, wie die Senator Lounge und die Business Lounge funktioniert. Es gab ja auch schon Kritik. Also Beispiel, dass man diese durchsichtigen Stäbe zwischen Senator und Business, dass man das hätte zumachen sollen. Da bin ich gespannt. Also das will ich sehen, ob man das hätte machen können. Das ist das Schweizer UFO. Finde ich auch witzig irgendwie. Und es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich so mitgekriegt habe und die man mir geschrieben hat. Und da sollte ich mal gucken. Aber sie soll eben auch ganz schön sein. Aber davon gehe ich grundsätzlich aus. Jetzt aber erstmal zum Chauffeurservice. Wie ist der in Zürich? Läuft das hier gut? Funktioniert das hier gut? Dann natürlich logischerweise ins Accor-Hotel, nämlich das Swiss-Hotel. Lass ich mich auch überraschen. Da macht ja der Le Club Accor-Hotel-Tester seinen Weg. Und da schauen wir mal, wie sich das verändert. Jetzt aber zum Ausgang. In all those lonely nights when I'm not coming home. Bin ich auch noch gar nicht rausgegangen hier, also das ist für mich neu, aber ich denke, dass man wird an derselben Gepäckausgabestelle herauskommen wie auch sonst. Genau, man kommt eben nur von einer anderen Seite. Ist sogar schneller hier. Ich habe ja heute gar kein Gepäck, heißt, ich gehe direkt zum Chauffeurservice. Und jetzt ist man schon ein bisschen spät dran, also das heißt, bis 13 Uhr könnte ja jeder Hans-Circle-Member, wenn er zum Beispiel um 10 Uhr hier ankommt und will noch frühstücken oder duschen, könnte er in die Arrival Lounge gehen und könnte dort frühstücken und schön duschen und dann zu seinem Geschäftstermin gehen. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt zum Chauffeur. Also es gibt jede Menge Chauffeurservice hier, aber meiner von Blackline ist nicht da. Jetzt muss ich mal schauen, wo der eventuell sein könnte.